Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder. Heute gibt es ein ganz schnelles Rezept von mir und zwar ist es die selbstgemachte Tomatensoße. Besser als Ketchup, super zu Nudeln, Raclette oder was auch immer. Habt ihr Lust? Schaut weiter! Und das sind meine Zutaten. Ich brauche passierte Tomaten, gehen auch stückige Tomaten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, italienische Gewürze und ein bisschen Zucker. Und jetzt geht's los! Und anfangen tue ich mit der Zwiebel, einmal schälen und in ganz feine Würfel schneiden. So, die Zwiebeln sind fertig. Jetzt auch die Knoblauchzehe einmal fein hacken oder reiben oder durch eine Presse geben. So, und wenn ihr das alles fertig habt, dann gebt ihr ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Geht natürlich auch normales Öl. Ich nehme meistens sonst Rapsöl. Und dann werden darin jetzt gleich die Zwiebeln angebraten. Aber nur ein bisschen glasig, nicht braun. Das ist jetzt meine schnelle Tomatensoße. Wenn ihr im Sommer viele Tomaten habt, könnt ihr das natürlich auch mit frischen Tomaten machen. Aber dies ist die Soße, die ich immer zwischendurch mache. Und man hat ja nicht immer Tomaten. So, sie werden allmählich glasig. Das reicht dann auch schon. Seht ihr? Und jetzt kommt eigentlich schon meine Tomatenmasse dazu. Das sind 500 Milliliter bei mir. Das ist natürlich zu viel für einmal Nudeln essen. Aber ich packe sie einfach in ein Glas und die hält auch bis zu einer Woche im Kühlschrank. Aber so lange steht sie bei uns eigentlich nie. So, alles einmal durchrühren. Und jetzt gebe ich auch schon gleich die Kräuter rein. Ich habe hier italienische Kräuter, Basilikum oder Oregano. Die passen eigentlich immer gut da rein. Dann gibt es einen halben bis einen Teelöffel Salz rein. Erstmal müssen wir dann probieren. Und dann mache ich Pfeffer rein. Geht natürlich auch normaler Pfeffer. Ich habe aber jetzt die Mühle. So. Okay. Und als letztes gebe ich meinen Knoblauch damit rein. Wer keinen Knoblauch mag, lässt ihn wieder raus oder nimmt Knoblauchpulver. Das geht genauso. Ihr könnt hier auch noch ein bisschen Chili reintun, wenn ihr die Soße lieber schärfer mögt. Aber das mögen wir nicht so gerne. Darum bleibt es so. Und bei mir kommt in diese Soße auch ein Teelöffel Zucker mit rein. Ihr mögt es ein bisschen süßer. Könnt ihr auch weglassen. Liegt bei euch wieder. So, und jetzt koche ich das Ganze einmal auf. Und wenn sie ein bisschen aufgekocht ist, dann schmecke ich sie jetzt ab. Hat so 5 Minuten geköchelt. Und dann ist die Soße auch schon fertig. Ganz einfach, ganz schnell und lecker. Jetzt habe ich meine Tomatensoße in eine Flasche gefüllt. Ihr könnt auch ein anderes Glas nehmen, ein Mayonnaiseglas oder was. Würde es ja auch reinpassen. Sind ja 500 Milliliter. Und jetzt kann es einmal abkühlen oder es wird jetzt gleich auf die Nudeln gegossen. Das war meine schnelle Tomatensoße. Ganz einfach, ganz schnell, ohne Konservierungsstoffe. Und die Zutaten hat jeder im Haus. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder rein. Bis bald. Tschüss.